Die ganze Phase wird um 90 Grad gedreht und das Schiff verschwindet dann im Hyperraum. Ich habe es im Buch auch ein bisschen genauer beschrieben. Es gibt ja mehrere Dimensionen, mehr Dimensionen, als wir jetzt so offiziell wissen. Und in den 20er Jahren wusste man aber in Princeton in Amerika schon, dass die fünfte Dimension eine zweite Zeitdimension ist, die um die erste Zeitdimension rotiert. Also ganz interessante Geschichte. Wie gesagt, kann ich jetzt am Telefon nicht so ausführlich beschreiben, das würde länger dauern, ist aber im Buch entsprechend beschrieben. Und Al Bielek, einer der Beteiligten beim Philadelphia-Experiment, hat es sehr schön und klar dargelegt. Ja. Tesla war also daran beteiligt, Tesla stieg aber aus, ne? Tesla stieg aus, weil er vorher schon wusste, dass das für die Mannschaft eine unheilvolle Geschichte ist. Interessanterweise hat auch Tesla immer wieder behauptet, er hätte Kontakt mit Außerirdischen. Und ich gehe mal davon aus, dass er den Kontakt hatte, aber eben mit der anderen Seite, nicht mit den sogenannten Aldebaranern, sondern eben mit der uns eigentlich wohlgesonnenen Seite. Und das wird wahrscheinlich den Ausschlag gegeben haben. Kurz danach ist er ja ein bisschen mysteriös ums Leben gekommen, Nikola Tesla. Er war zwar schon sehr alt, aber trotzdem war es sehr überraschend, wie er gestorben ist und dass er gestorben ist. Ja, er ist, glaube ich, gestorben, bevor das Experiment durchgeführt wurde. Ja, und er ist, ich glaube, tot in einem Hotelzimmer aufgefunden worden. Ja, im Hotel New Yorker. Ich war sogar mal drin anscheinend im Hotel. Wunderschönes Hotel, finde ich. Wirklich toll. Und dort ist er gestorben und ja, unter naja, mysteriösen Umständen, aber wie du eben selber sagst, er war eben schon sehr alt. Und er hat also davor gewarnt und aber er die Informationen hatte er aus einer Quelle, die schwer zu verifizieren war. Ne? Richtig. Er hat immer behauptet, er hätte Kontakt mit Außerirdischen, er hat es auch sehr energisch immer wieder vorgebracht, aber entweder man hat ihm nicht geglaubt oder es war halt einfach so, das Experiment musste durchgeführt werden, weil eben der entsprechende Druck von oben da war. Ja, wenn du von oben sagst, dann meinst du von ganz oben, ne? Ich meine von ganz oben, weil wie gesagt, es ja 1934 schon auch Vereinbarungen zwischen dem US-Präsidenten und diesen Außerirdischen zur Zusammenarbeit gab. Es gab damals auch einen Mann, der bereits im Weißen Haus und im Pentagon zu tun hatte, der eben nicht von hier war, der eben auch einer dieser sogenannten Aldebaraner war. Mhm. Tesla steigt aus, von Neumann steigt ein. Richtig. Auch ein sehr interessanter Mann. Und von Neumann, also ein hochinteressanter Mann, einer der besten Mathematiker, die bisher auf diesem Planeten gelebt haben. Ja, die Automatentheorie zum Beispiel habe ich auf der Uni gelernt. Die Grundlage aller Computern stammt, glaube ich, die von Neumann-Maschine zum Beispiel ist eine theoretische Maschine, auf der aber alle unsere Computer im Endeffekt dann basieren. Ja, richtig. Richtig. Und ohne ihn, also hätte zum Beispiel auch die Wasserstoffbombe nicht gebaut werden können, ohne seine Kenntnisse Computersteuerung. Was natürlich jetzt nicht unbedingt sehr positiv ist. Ich muss auch dazu sagen, was letztendlich in Philadelphia passiert ist, war auch sehr, 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 sehr schlecht eigentlich für uns alle. Ja. Gut. Kommen wir dazu jetzt. Philadelphia Experiment wird also unter von Neumann durchgeführt. Die Eldridge verschwindet. Krusty the Clown schreibt im Chat, wenn der Eldritch in Norfolk auftauchte, zur selben Zeit, in der sie nicht in Philadelphia war, dann war es nur ein Raum und kein Zeitsprung. Die Eldritch selbst sollte ja nur unsichtbar gemacht werden. Und die Eldritch ist ja nur ganz kurz aufgetaucht in Norfolk, nur für wenige Minuten. Insgesamt war das Schiff aber 3 Stunden weg. Das ist also so gewesen, nach den Informationen, die man hat, dass die Eldridge kurz in Norfolk aufgetaucht ist. Vielleicht hat es damit zu tun, dass es der eigentliche Heimathafen war und ist dann im Hyperraum verschwunden. Ja, was spannend ist, ne? Also da irgendwie Technik und Bewusstsein vielleicht spielen da miteinander. Und das Ziel war aber, das Ding nur radarunsichtbar zu machen. Indem man es, und auf die Technik werden wir jetzt halt leider nicht allzu sehr eingehen können, aber indem man es quasi aus unserer Raumzeit ein bisschen rausdreht, in der Phase verdreht, so um 90 Grad oder so, dann wäre es quasi
für sämtliche elektromagnetische Strahlung nicht mehr reflektiv, also weder Radar noch Sicht, und es wäre aber noch da physisch. Das heißt, richtig. Das Wasser wurde noch immer verdrängt. Das heißt, die erstaunten Beobachter blickten dann auf ein Loch im Meer. Richtig, man hätte auch draufklopfen können, aber man hätte es halt nicht mehr gesehen. Ja. Und es ging aber dann weiter. Die Eldridge war, wie du sagst, 3 Stunden weg. Was ist da genau passiert? Die Eldridge war, wie gesagt, in diesem Hyperraum, und es kam dann zu einer Verbindung zwischen dem Philadelphia-Experiment 1943 und dem Nachfolgeexperiment 1983 in Montauk, Long Island. Und aufgrund dieser Verbindung, dieser Verbindung dieser zwei Experimente, hat man einen Raumzeitriss geschaffen über 40 Jahre hinweg, vom 1943 in Philadelphia hin zu 1983 in Montauk. Und durch diesen Raumzeitriss war es einer großen Masse von Flugobjekten, von Außerirdischen möglich, hier bei uns einzudringen. Mhm. Gut. Damit sind wir auch schon beim dritten Experiment, nämlich Montauk, das mit dem Philadelphia-Experiment zusammenhängt. Mhm. Was ist denn jetzt da wieder passiert? Also Montauk, Szenenwechsel, liegt wo? Montauk liegt an der Spitze von Long Island, dieser Halbinsel vor New York. Und zwar ist es die äußerste Spitze, das nennt sich Montauk Point. Das ist ein ehemaliger, stillgelegter Luftwaffenstützpunkt gewesen. Wurde dann reaktiviert und dieses Experiment, das sogenannte Phoenix-Experiment, wurde dort durchgeführt. Es waren eigentlich zwei Experimente, Phoenix 1 und Phoenix 2. Und Phoenix 2 führte dann zu dieser Zeitreisegeschichte. Man hat durch Zufall eigentlich entdeckt, dass man mit Hilfe von bestimmten Gedanken Kontrollexperimenten auch die Zeit gebeugt hat und hat es dann weiterentwickelt und hat dann versucht eben, oder hat dann Zeitreisen durchgeführt. Das hört sich verrückt an für jemanden, der noch nichts davon gehört hat oder auch nicht weiß, wie das eigentlich abgelaufen ist. Aber es wurden Zeitreisen durchgeführt. Mit einer sehr spannenden Technologie, nämlich dem Montauk Chair und dort saß dann einer und man verwendete aber eine ausgedehnte Radaranlage, um diese elektromagnetische Strahlung zu generieren, die benötigt war. Allerdings auf der Rückseite dieses Radargerätes trat diese Strahlung aus, was auch sehr spannend ist. Es ist toll auf beiden Seiten, stärker auf der Rückseite. Am Anfang benutzte man die Vorderseite, was aber dazu führte, dass die Probanden, die Leute, die man dazu benutzte, regelrecht ausgebrannt wurden. Also die Gehirne wurden regelrecht ausgebrannt. Und als man das Ganze dann umgedreht hat, hat man gemerkt, dass dieser Nebeneffekt dann nicht mehr stattfindet und dass es sogar effizienter ist als vorher. Aha. Gut, also sagst du ausgebrannt, die Leute wurden da in einen Sessel gesetzt. Der, wie kann man sich das vorstellen, das Ding? Es wurde ein bestimmter ausgesuchter Mann, meistens waren es medial begabte Leute, meistens wurde eben dieser Duncan Cameron, auf den vielleicht wir noch kommen werden, dazu benutzt, der sich in den Stuhl gesetzt hat und eben Gedanken eingespeist hat. Diese Gedanken wurden umgewandelt in einen gewissen Frequenzbereich und durch den Verstärker und durch diese große Antenne praktisch wieder auf andere Leute projiziert wurden. Und interessanterweise hat man dann festgestellt, dass der Gedanke, den er also gehabt hat, sich auf die anderen Leute übertragen hat. Aha. Ja. Also, und die Leute, die in diesem Stuhl saßen, mussten die irgendwie medial begabt sein? Oder muss nicht medial begabt sein, aber man hat festgestellt, dass es hilfreich ist, wenn es so ist. Also die haben bessere Ergebnisse erzielt, wenn Leute, die medial begabt waren, das gemacht haben. Ja, aber dieser Stuhl hat aber trotzdem noch was Besonderes gehabt, denn manche vermuteten, dass er nicht terrestrischen Ursprungs richtig, ist. Richtig. Warum? Was war da noch so besonders an dem Ding? Ich meine, Was hat der Stuhl dazu beigetragen? Der ganze Aufbau mit den Spulen, also war offiziell also ein nicht
nicht-irdisches Produkt möglicherweise, was heißt möglicherweise, ich gehe mal davon aus, dass es diese Seite eben war, die diesen Kontrakt auch vorher schon geschlossen haben mit Amerika und die auch in Deutschland eingegriffen hatten, weil das Ganze ja eine abgekartete Sache war. Das heißt, man brauchte auch das zweite Projekt, man brauchte Philadelphia, um diesen großen 40-jährigen Raumzeitriss zu schaffen. Das war das eigentliche Ziel. Und man hat halt immer wieder ein bisschen Hilfeleistung gegeben, damit das Ziel auch durchgeführt werden kann. Ja. So, mal zurück zu Zeitreisen. Du hast also gesagt, dass in Montauk tatsächlich Zeitreisen durchgeführt wurden, aber man bediente sich da ja des Biorhythmus der Erde, der also alle 20 Jahre, glaube ich, sein Maximum erreicht. Genau. Was war dann eigentlich 1963? 1963 war keine Besonderheit in dem Sinn. Es ist halt ein gewisser Ankerpunkt. Also dass Kennedy erschossen wurde? Ja gut, das war nicht am 12. August. Okay, ja. Aber es gibt so Ankerpunkte alle 20 Jahre, wenn bestimmte Dinge durchgeführt werden, die ausschlaggebend oder die Ankerpunkte sein sollen, dann müsste man einen entsprechenden Punkt nehmen. Ja, das war jetzt am 12. August 1923 die Jenseitsflugmaschine, das war am 12. August 1943 das Philadelphia-Experiment, am 12. August 1983 das Montauk-Projekt und von der anderen Seite eigentlich gesteuert am 12. August 2003 ein Ultimatum an diese negativen Außerirdischen hier den Planeten zu verlassen, was sie auch getan haben. Okay, aber jetzt warte mal. Wir sind noch immer beim Montauk-Projekt und den Zeitreisen. Wie konnte man denn jetzt an einem beliebigen Punkt der Zeit reisen? Ich meine, konnte man jetzt nur quasi immer an diese anderen Punkte reisen? Also an 1943? Die anderen Punkte waren Ankerpunkte, die man dazu benutzte, in jede Zeit zu reisen, in die man reisen wollte. Und Raum, auch wichtig. Also es ist nicht nur so gewesen, dass die jetzt im Montauk gesagt haben, so, wir möchten jetzt ins Jahr 1917 in Montauk reisen, sondern sie konnten sagen, wir wollen jetzt ins Jahr 1917 nach Paris oder meinetwegen auch auf dem Mars, weil es wurde sogar auf dem Mars einiges gemacht. Ja, ja, sehr spannend. Die haben also Zeittore und Dimensionstore oder keine Ahnung, Zeit- und Raumtore öffnen können, durch die sogar, sagst du, LKWs durchfahren konnten. Richtig. Was mir dazu einfällt, ist Richard Hoagland, der das sicher Begriff ist, ja, und der immer wieder auch mit für die meisten zu wahnwitzigen für Aufsehen sorgt, hat vor Jahren schon diese Fotos veröffentlicht vom Mars, wo er also behauptet, dass das alte verrostete Panzer sind, die da herumstehen. Und tatsächlich, also ich meine, man kann sich natürlich alles reindenken in so einen Stein, aber diese Steine sahen aus wie alte Panzer aus den 40er Jahren. Ja, und du sagst jetzt also, dass man tatsächlich Zeit/Raumreisen unternommen hat und die gingen auch auf den Mars? Ja, die gingen auch auf den Mars, weil das war sogar eine sehr wichtige Geschichte. Die Außerirdischen mussten, wie gesagt, erst einmal unseren freien Willen benutzen, damit sie hier rein können. Aber es gab noch ein zweites Hindernis. Das zweite Hindernis war eine sehr, sehr alte, ja, wie sagt man am besten, eine Sonnensystem-Schutzanlage, ein Schutzschild, das noch immer aktiviert war. Und die Steuerung dieses Schutzschildes ist auf dem Mars, in der Sidonia-Region. Und das musste man zuerst auch ausschalten oder den Steuermechanismus entsprechend bearbeiten. Und das wurde also Sidonia auch im Montauk, als man Leute dorthin geschickt hat, um das auszuschalten. Sidonia, nur damit, also das ist also diese Region am Mars, auf dem sich die fünfseitige Pyramide und auch das Gesicht unter Anführungszeichen jetzt, also was immer es ist, es scheint ein nicht natürliches Objekt.